Game-Based Game Check, der Game Check der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart. In diesem Game Check möchten wir uns das Spiel Brothers: A Tale of Two Sons anschauen. Das ist ein Spiel, das 2013 erschienen ist und vom schwedischen Entwicklerstudio Starbreeze Studios entwickelt wurde. Das Spiel handelt von zwei Brüdern, die sich auf eine gefährliche Reise begeben, um das Leben ihres schwerkranken Vaters zu retten. Der jüngere Bruder musste als Kind miterleben, wie ihre Mutter bei einem Bootsausflug ertrank, was ihn traumatisierte und seine Angst vor Gewässern verstärkte. Bei ihrem Abenteuer durchqueren die Brüder verschiedene Landschaften und treffen auf unterschiedliche Charaktere. Sie befreunden sich mit einem Troll, retten die Frau eines Riesen, helfen einem verzweifelten Fremden und begegnen einem Erfinder. Die Brüder müssen zusammenarbeiten, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen, was ihre Bindung stärkt und ihnen wichtige Lektionen über Zusammenhalt vermittelt. Während ihrer Reise erleben beide emotionale Höhen und Tiefen. Sie werden mit Verlust, Trauer und Opfern konfrontiert, aber auch mit Freundschaft, Mut und Hoffnung. Die Geschichte nimmt unerwartete Wendungen und fordert die Brüder heraus, über sich hinauszuwachsen und gemeinsam für das Wohl ihres Vaters zu kämpfen. Passend zu unserer Folge über kooperative Spiele ist dies auch ein Spiel, was man sehr gut zu zweit spielen kann, denn man kann beide Brüder gleichzeitig spielen. Und damit ist nicht gemeint, dass man jetzt zwei Joysticks in der Hand hat, eine Person steuert den älteren Bruder und eine Person den jüngeren Bruder. So muss man zusammenarbeiten, um an das Ziel des Spiels zu kommen, und zwar das Heilmittel für den Vater zu finden. Wie genau diese Art von Kooperation generell zum Teambuilding beitragen kann, haben wir in unserer Podcast-Folge schon näher erläutert. Darüber hinaus behandelt das Spiel auch Themen wie Verlust, Trauer und Familie, was es zu einem wertvollen Werkzeug macht, um mit Kindern über diese schwierigen Themen zu sprechen. Bei diesem Spiel geht es also nicht nur um Teamwork, sondern auch darum, dieses empfindliche Thema an Schülerinnen und Schüler ranzubringen und sie durch dieses Medium der Games in einem sicheren Kontext und im Besprechen mit Lehrkräften und anderen Schülern in Verbindung mit diesem Thema zu bringen. Durch die emotionale Geschichte werden Spieler dazu angeregt, über ihre eigenen Gefühle und Beziehungen nachzudenken. Die Grafik und der Soundtrack des Spiels sind ebenfalls sehr cool gemacht und tragen dazu bei, eine immersive Erfahrung zu schaffen, die die Spieler in die Welt der Brüder eintauchen lässt. Auf der Games im Unterricht-Seite findet ihr noch die 2013er Version des Spiels. Mittlerweile wurde das Spiel aber schon geremaked, heißt man kann jetzt auch die neue Version spielen. Da ist die Grafik auch nochmal cooler gemacht und es wurden viele Sachen nachgebessert.